Sandra Bartl ist Politikwissenschaftlerin und Journalistin und zudem im Team der Medienkonferenz Mediana, die in Salzburg nächsten Monat stattfinden wird. Und sie spricht heute über die Neugestaltung der Medienförderung in Österreich. Hallo, auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich nach 15 netzpolitischen Abenden, glaube ich, bei 10 anwesend war. Und von daher freut es mich besonders, dass ich heute einen kurzen Input geben darf. Passt das so mit dem Mikro? Fein. Es soll gehen um die Medienförderung. Und nachdem unser Publikum immer recht divers ist, würde mich interessieren, wer von euch denn überhaupt weiß, dass da momentan was in Bewegung ist? Okay, doch. Einige, das freut mich. Also worum geht's? Es geht darum, dass die bisherige Presseförderung reformiert werden soll und eingebettet ist das sozusagen in die Medienpolitik. Und die Medienpolitik momentan in Österreich ist sehr streng getrennt nach Mediengattungen und das ist natürlich veraltet. Und was man dazu sagen kann oder muss, ist, dass innerhalb der Presseförderung, die ja für die Printmedien zuständig ist, über die Vertriebsförderung hauptsächlich das Gießkannenprinzip Anwendung findet. Also jeder kriegt ein bisschen was, unabhängig davon, ob spezielle Anforderungen erfüllt werden oder nicht. Was es also braucht, ist eine adäquate und eben den Veränderungen entsprechende adaptierte und übergreifende Medienförderung. Wozu gibt es die Presseförderung überhaupt? Also ausgehend von diesem Marktprinzip sagt man, dass es staatliche Unterstützungsgelder braucht, damit man eben eine Meinungsvielfalt, die wichtig ist für einen demokratischen Meinungsprozess und um die journalistische Qualität zu ermöglichen, dass es dafür staatliche Gelder braucht. In den letzten 10 bis 15 Jahren setzt sich im Diskurs aber dieses Narrativ, also diese Erzähllinie durch, dass das unrentabel ist. Und wir in Österreich hatten ja zuletzt die Einstellung vom Wirtschaftsblatt. Und jetzt vor ein paar Tagen auch von der NZZ. Das Problem aus medienwissenschaftlicher Sicht ist, dass das ein bisschen intransparent ist in Österreich. Im Vergleich zu Deutschland gibt es kaum Zahlen. Und gerade Printprodukte finanzieren sich ja nicht nur über den Lesermarkt. Also wenn ihr eine Tageszeitung kauft, dann kauft ihr was, dann geht das sozusagen auf die Habenseite über den Lesermarkt. Aber es gibt ja auch noch einen Anzeigenmarkt. Und ob der so unrentabel geworden ist, lässt sich bezweifeln. Dazu gibt es, möchte ich euch auch kurz eine Grafik zeigen. Ihr seht es auf der rechten Seite, die Grafik ist vom Standard. Dort werden, seht ihr die 40 Jahre Presseförderung und welche finanziellen Ausmaße das umfasst. Ihr seht es auch, dass Heute und Österreich als Gratiszeitung momentan von der Presseförderung ausgeschlossen sind. Und auf der linken Seite seht ihr die 4 Jahre, seitdem es das Medientransparenzgesetz gibt, wo sozusagen die Werbeausgaben der öffentlichen Stellen ab der Bagatellgrenze von 5.000 Euro erst erfasst werden und auch nicht alle öffentliche Stellen sozusagen dort melden. Aber die, die gemeldet sind, das umfasst diese Summen. Also ihr seht selber, dass sozusagen der Inseratemarkt von den öffentlichen Stellen, also da sind nicht private Firmen oder sowas drin, sondern wirklich nur die von den öffentlichen Stellen alleine schon ein gewisses Volumen haben. Und man sieht aber auch, dass hauptsächlich die Krone, Heute und Österreich davon profitieren. Was es bisher gar nicht gibt, ist, dass Online-Medien und Medienbildungsprojekte von der Presseförderung profitieren. Und es gibt außerdem auch eine unzureichende Finanzierung eben für nicht kommerzielle Print- und Rundfunkmedien. Wir hatten vor einem Jahr einen Regierungswechsel nach der Ablöse von Faymann und unter dem jetzigen Bundeskanzler Kern gibt es eben jetzt auch einen neuen Medienminister, nämlich den Herrn Drotzter von der SPÖ. Und der hat, nachdem der Regierungswechsel im Mai war, beziehungsweise die Ablöse im Mai, hat er im September letzten Jahres zu einer Medienenquete eingeladen, so heißt das. Ihr seht ihn hier, wie gesagt, im September, im Herbst 2016.
wo schon mal ein erster Input gesammelt wurde. Auffällig dabei war, dass dort selbst zum Beispiel die medienpolitischen Sprecher der anderen Parlamentsfraktionen auch nicht teilgenommen haben bzw. nicht eingeladen wurden. Also es war ein selektiver Prozess von den Leuten, die dort überhaupt teilnehmen durften. Wir springen dann in den Winter diesen Jahres. Dort gab es einen Profilbericht von Clemens Neuhold und der hat sich angeschaut, die Inserate sind ein bisschen zurückgegangen unter dem Kern und dann mit dem nächsten Quartal aber wieder gestiegen. Und er ist sozusagen der Frage nachgegangen, wie geht es eigentlich den Gratismedien, wenn der Bundeskanzler sagt, er gibt weniger Geld und weil er gibt aber mehr Geld, beziehungsweise die öffentlichen Stellen. Und in diesem Bericht ist dann das Vorhaben bekannt geworden, dass eben unter dieser neuen Medienförderung auch Gratismedien, also sprich Heute und Österreich, davon profitieren sollen, die bisher eben ausgeschlossen waren. Und was auch dadurch bekannt geworden ist, dass eben Online-Kanäle inkludiert sind, was per se gut ist, wobei es dann eine Diskussion darum gab, dass dann eben auch so Portale wie unzensuriert.at davon profitieren würden. Und dann springen wir in den April. Dort gab es dann einen Bericht von der NZZ.at. Dort ist dem Redakteur, die Seite gibt es ja mittlerweile nicht mehr, deshalb hier ein komischer Screenshot, aber da ging es sozusagen sehr dezidiert um den Gesetzesentwurf und dort wurde sehr genau besprochen, schon mit Paragraphen, was welche Auswirkungen es gibt und was neu geplant ist. Das heißt, es haben die Beteiligten mehr oder weniger über diesen Pressebericht erfahren. Und wenn man sich das jetzt anschaut und eben das ist hauptsächlich gestützt auf das, was der Georg Renner dort publiziert hat, dann soll es eine Basisförderung geben, die momentan beträgt die Presseförderung 8,5 Millionen, kann man sagen, grob pro Jahr. Und die soll jetzt verdoppelt werden, irgendwas zwischen 15 und 17 Millionen Euro pro Jahr sind im Gespräch. Und aufgeteilt werden soll das eben über eine Basisförderung, die einen relativ hohen Anteil hat. Und die soll aber ohne irgendwelche Anbindung an Qualitätskriterien ausgegeben werden. Und dann gibt es noch andere Schienen obendrauf, spezielle Förderung, die aber einen geringeren Anteil haben. Und diese Basisförderung ist eben eine als Journalistenförderung, als Pro-Kopf-Förderung mit unterschiedlichen Margen, je nach Tages- oder Wochenzeitung geplant. Und das Problem ist auch, dass eine Bedingung eben ist, dass man ein Universalmedium ist. Und Universalmedium meint, dass man von fast allen Ressorts Berichte hat. Also nicht nur Politik, Wirtschaft, Kultur, sondern auch ein Sportressort. Und wenn ich kein Sportressort habe, bin ich von der Förderung ausgeschlossen. Und was das bedeutet für spezialisierte Online-Portale, brauche ich euch nicht sagen. Und gerade diese spezialisierten Portale sind aber, glaube ich, schon nicht unrelevant für den demokratischen Diskussionsprozess. Und deshalb eben wäre diese Anbindung an das Universalmedium Problematik. Was braucht es stattdessen? Im Zuge dieser Debatte um unzensuriert.at gab es vom Herrn Medienminister Drosten diese Wortmeldung, er könne nicht ideologisch entscheiden, wer da Gelder bekommt und wer nicht. Das muss unideologisch passieren und deshalb kann es keine Kriterien geben. Und dem würde ich aber widersprechen. Es kann sehr wohl Kriterien geben und es gibt Qualitätskriterien, die sind objektivierbar, unabhängig von der ideologischen Position des Medieninhabers oder von der Blattlinie. Und dass es sehr wohl objektivierbare Qualitätskriterien gibt, das hat Hannes Haas, das ist ein mittlerweile verstorbener Professor von der Uni Wien, der hat bereits 2012 eine Studie veröffentlicht, wo er sozusagen die Presseförderung evaluieren sollte und schauen sollte, wie gut funktioniert die denn, um Medienvielfalt in Österreich tatsächlich sicherzustellen. Und der hat gesagt, naja, es ist verbesserungsfähig und ein paar dieser Punkte, die ich jetzt bringe, beziehen sich auch auf seine Studie. Er hat zum Beispiel gesagt, dass es ganz wichtig wäre, dass Medien sich dem österreichischen Presserat und dem Ehrenkodex als Selbstregulierungseinrichtung sozusagen
dass sie den anerkennen und sich eben der Schiedsgerichtsbarkeit vom Presserat unterwerfen. Das machen momentan 100 teilnehmende Printmedien, aber nicht die Kronenzeitung und auch nicht die Heute-Zeitung und die Österreich auch erst seit 1. März, als nämlich im Zuge dieser Debatte klar wurde, dass wenn man das macht, kriegt man eventuell ein bisschen mehr Geld. Genau, und dieser Ehrenkodex, der schaut grob, ich habe euch mal, das sind 12 Punkte mit Unterpunkten und das ist eine genaue Handlungsanleitung für den Senat bei der Berichterstattung, wo man sagen kann, wenn dagegen verstoßen wurde, dann ist es klar und da müssen die Organisationen, die daran teilnehmen, dieses Urteil auch abdrucken. Und eben gerade heute ist Österreich, ist Herr Fellner, gab es ein Urteil, da ging es um ein Kind, das missbraucht wurde und im Zuge dieser Berichterstattung ist eben dieser Ethikverstoß festgehalten worden und eigentlich bedeutet eben die Anerkennung des Presserates, dass man das veröffentlicht und Herr Fellner weigert sich jetzt aber, das zu machen mit dem Argument, naja, Ö24 ist eine getrennte Gesellschaft von der Tageszeitung Österreich und deshalb braucht er das nicht veröffentlichen. Und das bedeutet aber, wenn wir jetzt diese Medienförderung schon hätten, wie sie geplant ist, dann würde das bedeuten, dass Herr Fellner für die Tageszeitung Medienförderung bekommt und gleichzeitig mit seiner Online-Ausgabe aber gegen den Ehrenkodex verstoßen kann. Und das ist, glaube ich, schon ein Problem. Ich werde jetzt ein bisschen schneller. Was es also braucht, ist eine Ausweitung des Presserates hin zu einem Medienrat, weil sozusagen momentan der Presserat nur für Printprodukte und daran angehängte Sachen zuständig ist. Dadurch muss er auch mehr Förderung bekommen und es muss eben ganz klar sein, dass nur Medien gefördert werden mit staatlichen Geldern, die den Medienrat anerkennen. Ein anderes Qualitätskriterium wäre aber auch, so sagt Haas aus, auch, dass es ein Redaktionsstatut gibt. Das ist in Österreich eher wenig verbreitet, aber in anderen Ländern schon. Ihr seht es hier, habe ich euch einen Auszug, das eigentliche Dokument ist sehr viel länger, vom Standard gezeigt, wo sozusagen in diesem Teil geklärt wird, wenn Journalisten, die beim Standard arbeiten, Aktien haben, inwieweit dürfen sie dann in die Wirtschaftsberichterstattung, für die Wirtschaftsberichterstattung schreiben. Und das ist sozusagen nochmal on top zum Ehrenkodex. Und das kann zum Beispiel auch, das hat mit der inhaltlichen Berichterstattung gar nichts zu tun, das ist einfach nur ein Qualitätskriterium, habe ich ein Redaktionsstatut und halte ich mich auch daran. Ein weiterer Diskussionspunkt ist auch der Kollektivvertrag. Auch da muss natürlich klar sein, dass für große Tageszeitungen und Wochenzeitungen, die Medienförderung haben wollen, dass die ab einem gewissen Mindestumsatz und einer Personalgröße, dass die sich an den Journalisten-KV halten müssen. Da gab es auch Kritik von der Gewerkschaft zu dem Thema, wie ihr sehen könnt. Was braucht es also? Grundsätzlich braucht es mehr Geld. Und zwar nicht für die alteingesessenen Tageszeitungen, die sagen, sie haben so einen Einbruch, den man nicht überprüfen kann, sondern es braucht vor allen Dingen Geld für digitale Medienprojekte. Es braucht einen nachhaltig dotierten Gründungsfonds bzw. eine Förderung für neue Medienprojekte, die in Gründung sind, die sich sonst nicht finanzieren können. Und Medienbildungsprojekte, Kompetenzprojekte müssen auch gefördert werden. Und solche Sachen, die wirklich nicht am freien Markt finanzierbar sind, nämlich wie aufwendige Recherchesachen, die sich kaum eine Tageszeitung heute mehr leistet, da sollte es eben auch Möglichkeit geben, zum Beispiel über einen selbstverwalteten Recherchefonds. Ja, damit komme ich auch schon zum Ende. Nachdem wir hier beim Netzpolitischen Abend sind, glaube ich, hat es gute Tradition, auch noch demokratiepolitische Anmerkungen zu formulieren. Seit Herbst 2016 läuft jetzt, wie gesagt, dieser Diskussionsprozess und der ist eigentlich durch sehr viel Intransparenz gekennzeichnet. Es gibt nur eine selektive Auswahl der Beteiligten. Es ist unklar, wer bekommt den Termin beim Herrn Drotzter, wer darf vorsprechen, wer kriegt den Gesetzentwurf, wer ist dazu eingeladen, welche Organisationen ihre Position dazu formulieren. Es gibt auch gar keine Veröffentlichung von einem Zeitplan. Also es ist nicht klar, bis wann soll noch ausgehandelt werden? Gibt es eine öffentliche Begutachtungsfrist? Wie lange wird die sein? Das ist alles im Unklaren und das wissen nur die Leute, die das wissen dürfen. Deshalb ist eine ganz große Forderung sozusagen aus einem zivilgesellschaftlichen Aspekt, dass es transparente Verhandlungen geben muss und dass alle Stakeholder beim Drotzter eingeladen sein müssen, ihre Stellungnahmen da abgeben zu dürfen.
Genau. Und das ist auch schon der Schluss. Wenn euch diese Themen, also das Thema Medienwandel oder aber auch das Thema Urheberrecht interessiert, dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns alle am 16. Juni wiedersehen auf der Mediana. Und ja, damit beende ich meinen Input. Ja, vielen lieben Dank für den spannenden Vortrag, Sandra. Gibt es Fragen dazu? Wie wahrscheinlich ist es, dass wir wirklich eine Verbesserung mit der neuen Medienförderung erwirken und was kann ich tun, damit wir eine Verbesserung erwirken? Da wäre die erste Nachfrage quasi Verbesserung für wen oder für welchen Bereich? Im Bereich der Online-Medien und der Qualität der Medien. Okay, tue ich mir jetzt ein bisschen schwer, das einzugrenzen, aber grundsätzlich, also nach Presseberichten soll es jetzt noch zwei Verhandlungen geben, sozusagen mit dem Mediensprecher der ÖVP. Und dann, ja, also der Zeitplan ist sozusagen, dass sie es vor dem Sommer fertig haben. Was du machen kannst, du könntest dem Drotzda zum Beispiel eine Mail schreiben und fragen, hey, wie schaut denn das aus? Welche zivilgesellschaftlichen Organisationen durften denn schon eine Stellungnahme abgeben? Und kannst du uns da unterstützen, dass sozusagen du als Bürger einforderst, dass alle ihm eine Stellungnahme abgeben dürfen? Das wäre natürlich sehr nett. Vielleicht blöde Frage, aber jetzt haben wir über Printmedien oder über Online-Medien gesprochen, aber nicht über Rundfunk zum Beispiel. Und da die Grenzen ja gerade von Online-Medien zu Rundfunk und Fernsehen ziemlich verschwimmend sind, frage ich mich, wie weit ist das da in der Diskussion mit dabei? Also der nächste Plan sozusagen nach dieser Medien-Enquete wäre die ORF-Enquete. Die ist jetzt aber auf unbestimmte Zeit verschoben. Das heißt, sie gehen es entlang der tradierten Mediengattung durch. Das heißt, Rundfunk ist noch gar nicht klar. Aber was man zum Thema Rundfunk sagen könnte, ist, dass natürlich auch der nicht kommerzielle Rundfunkfonds auf alle Fälle eine höhere Dotierung braucht. Und das ist eindeutig. Ich glaube, was man auch an dich anschließend sagen kann, ist, also es wird morgen eine Pressekonferenz stattfinden, wo mehrere zivilgesellschaftliche Gruppierungen auftreten werden und ein Forderungspaket veröffentlichen werden und auch mit zwei wesentlichen Kernforderungen. Die eine ist eben, dass statt der Gießkannenförderung eine Pluralitätsförderung geben soll. Und das zweite ist, dass die zivilgesellschaftlichen Gruppierungen eingeladen werden, in die Verhandlungen einzutreten und teilzunehmen. Und ich denke, es wird, also das ist organisiert jetzt im Vorfeld dieser Konferenz Mediana und da wird es jedenfalls Kommunikation geben, auch ob man es, wenn jetzt beispielsweise ein Gesetzesentwurf da ist, dass da entsprechend aufgerufen wird, Stellungnahmen einzubringen aus der Zivilgesellschaft und die Forderungen zu unterstützen. Kannst du uns dann gerne digital supporten? Eine Frage, eine letzte. Dann sage ich wieder vielen lieben Dank, Sandra.